Wie man erkennt, dass einer von da ist. Nix und niemand war schon immer da. Aber es muss sich so anfühlen, als ob du schon immer da gewesen wärst. Die Luft von da musst du eingeschnauft haben. Klare Winterluft. Warme Sommerluft. Manchmal sind die Nebelschwaden so schwer, dass die fast der Drucker kannten. Und die Luft am Berg ist so leicht. So leicht. Sie gibt dir das Gefühl, du kannst fliegen. Du musst die Ruhe da gekehrt haben. Und die Bäume gesehen. Wie ihre Wipfeln glaubst du irgendwann, dass du den Himmel berühren kannst. Du musst das Wasser dort erlebt haben. Von dem Wasser kann man sich mitreißen lassen. Seine Klarheit spüren und seine Reinheit. Wir sind da, weil es besonders ist, da zu sein. Doch tiefe Wurzeln sind kein Anlass zum Stehbleiben. Auch wenn es so viel Geschichte gibt und so viele Geschichten, muss man manchmal doch einen Mut aufbringen und seinen eigenen Weg gehen. Auch wenn es vielleicht erst einmal nichts gibt. Es wird alle einen geben, der die weiterbringt. Und es wird immer einen geben, der vorausgeht. Und der trotzdem einer von da bleibt. Du bist einer von da. Du bist unsere Weg gegangen, hast unsere Luft geschnauft. Dass du einer von da bist, da kennen wir. Weil alles da auch ein Teil von dir ist.